Was geht ab? Ich habe ja selten auf einen Tag so wenig Lust gehabt wie heute. Ich dachte, du hast richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Ich habe schon Bock. So, jetzt hat man rumzujammern, jetzt wird die genossen. Jojojo, Leute, wir sind Spektakel. Heute wieder anders unterwegs. Nicht auf Tour, sondern wir wollen heute mal wieder was probieren. Und zwar... Surströmming, Leute. Wir probieren den Surströmming. Spezialität aus Schweden. Soll unheimlich stinken. Ich habe ein paar Videos schon geguckt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es wirklich so stinkt. Aber wir sind gespannt. Heute Special Guest dabei. Alex ist dabei. Sie will es sich nicht entgehen lassen. Schaut ihn euch an. Hör mal. Oh nee, sag wieder nicht. Wenn es durch die Dose sehe, lassen wir die besser zu. Es wird herrlich. Ich bin ehrlich, eigentlich habe ich gedacht, ich habe diesen Döner-Jungen von TikTok gesehen, der immer die Döner-Donnerstag macht. Und er hat sich das Teil komplett reingezogen, in dem Dürüm aufgemacht, dann gerochen, den ist in den Dürüm reingelegt und komplett weggegessen, ohne eine Miene zu verziehen. Da habe ich mir gedacht, Junge, wenn der das schafft, in dem Dürüm das ganze Teil wegzujagen, dann kann das nicht so krass stinken. Wirklich nicht. Also ich bin der Meinung, ich glaube, das kriegen wir jetzt hier relativ gut hin. Kommt ihr denn gerade noch rechtzeitig? Ich hoffe, du hast Hunger gemacht. Verarschen. Wo war eine Sauerkotschi? Verarschen. Verstehe ich aber auch nicht. Ich habe extra noch den Spektakelfolie angezogen. gefunden, der jetzt nochmal Hunger hatte. Um 12 habe ich gesagt, halbe Stündchen noch und dann hat mich keiner mehr geweckt. So Jungs, können wir jetzt hier mal langsam zum Punkt kommen? Ich sind eine Stunde fast hier. Das muss ich hier mal rein tun. Wir sind eine Stunde fast hier und es ist nichts passiert. Ich raste gleich aus. Können wir jetzt mal bitte zum Punkt kommen? Ich hab ein leckeres Bierchen getrunken, Juli. Oh, bonjour, tout à fait comment. Willkommen im Restaurant Spektakel. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Schaut's euch an. Surströmming. Ich hab Bock, ich hab Hunger, ich liebe Fisch. Was geht's, Fatsch? Einmal ganz kurz gucken, den Jagern, die sind von heute, ne? Das ist auf dich extra in den frischen geholt übrigens. Das ist der gute Pullman. Ja. Oh, das ging ja Fächern. Easy. Okay, okay, ich weiß, was es ist. Halb so mit. Das stinkt doch gar nicht. Ja, doch, ich rieche es. Ah, doch, jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr genießen. Oh. Das riecht wie Kotschus Müller mal zu Hause, oh, Alter. Ja, Mann, das ist ja so ekelhaft. Oh, oh nee. Wie? Oh, nee. Oh, Jungs, oh, nee, Alter. Ich glaube, ich kotze dann wirklich. Ich kann das auf keinen Fall essen. Ich kann das auf gar keinen Fall gar nicht essen. Wir bleiben hier und reißen uns zusammen. Ich kann das auf keinen Fall gar nicht das essen. Wir werden das hier zusammen. Pass auf, wir setzen uns hier. Können wir erstmal. Hallo, ey. Stopp. Ey, wartet. Wie fühlt sich's für dich an? Wie riecht's? Wie Müll. Okay, wie ist's für dich? Ich hab abartig. Das sehe ich wirklich wie so. Ich muss ehrlich sagen, es ist easy. Also ich finde, es geht. Das geht voll fit. Alter, was geht denn da fit? Wollt ihr mich natzen? Das riecht doch wie Müll. Ja, wie so Kompost mit Fisch, ne? Oh. Ey, Alter, wollt ihr mich verarschen? Was? Ich dachte, es wäre kleiner auch. Warum muss das denn eine richtige Sardelle sein? Boah, jetzt kommt der Gurgel rüber. Das ist ein Arsch. Geht's dir gut? Ich kann es nicht essen. Ich kann es nicht essen. Ich kann es nicht essen, Roman. Ich kann es nicht essen. Das geht nicht. Ich kann es auf keinen Fall essen. Ich kann es nicht essen. Was ist denn da? Ohne Witz. Das ist doch, das kann mir doch keiner erzählen. Immer dieses Delikatessengequatsche. Das stinkt hier einfach nur widerlich. Das ist doch einfach nicht zum Essen. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch widerlich. Boah, nee, guck das mal an, wie du hier. Boah, Alter, stinkt das. Die machen ganz einfach ihr Kuchennachmittag. Wir reißen uns jetzt hier zusammen, bitte runter mit dem Eimer. Piep, piep, piep. Das Streaming haben wir lieb. Guten Appetit. Nein, nein, geh weg. Jeder muss einmal rein. Nein, geh weg, geh weg. Okay, du fängst an, Kotschi. Komm. Warte kurz. Ja, aber es ist schon doch. Es geht direkt in den Kotz rein. Das ist echt geil. Voll gut. Hätten wir auch gehofft, dass es fischiger wird. Oh, das geht ja gar nicht. Das riecht, das ist ja überhaupt, das hat mit Fischer gar nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, ob der Cracker da eine gute Idee ist, Lemmy. Das ist ja widerlich! Ladies first. Du nimmst aber die Wies nicht ernst, Alter. Schmeckt eigentlich voll geil. Du darfst auch. Sag mal, was ist hier los? Okay. Weg ist er. Mit dem Ding gesehen. Boah, das ist schon krass salzig, ne? Juli zieht's weg wie ein Mann. Boah, jetzt kann ich den wirklich genießen, Alter. Ey, pass auf, hat was von Kaviar ein bisschen. Beziehungsweise von diesem Fischrogen. Ja, genau. Was ist los mit dir? Und ehrlich, dann die Hot Chip Challenge ging mir schon auf den Sack, dass du da das weggesteckt hast wie so ein Mann. Ja, erste Mal war krass. Jetzt hier auch. Bin ich der Einzige oder was? Nee, geh mir weg, geh mir bitte wirklich. Pummern, ich kann das nicht riechen. Ich kann das nicht essen. Nee, kurz Schluck runter, Lenny. Runterschlucken. Ach, der leck mich in Schweden, Alter. Die sollen bei Ikea bleiben, scheiß Hotdogs verkaufen, aber noch nicht jetzt, was ja widerlich. Nimm doch mal einen Bein. Nimm doch mal einen Bein. Jetzt ist es eher so Richtung, ich probiere das jetzt auch eher so ein bisschen meditativ wegzuschlucken. Okay, aber krass. Ja, aber krass. Boah, das war die Konsistenz, das war nicht der Geschmack.
Der war krass. Was hat er? Ja, also hier, das geht klar. Muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen was von dem Formularsack drauf bei dir, Fatschi. Okay, ich hab gedacht, das geht klar. Du hast auch noch nicht viel von deinem Fisch gegessen. Nee, ich bin auch nicht weit gekommen. Die merkst du doch gar nicht mehr. Ich will das essen. Ich will das essen. Kämpf, Junge, kämpf, holst du den Schuss runter. Ja, ich muss auch essen. Ah, jawohl! Gatschi! Okay, weg der scheiß Fisch! Ja, nicht, was ist halt nicht gelaufen? Das ist ekelhaft. Bin so wach gerade. Das ist halt so salzig, dass das so die Zunge wegätzt. Aber Alex, ganz kurz, ich zieh mal imaginären Hut von dir. Ja, danke schön. Also du hast das hier gerade weggezogen. Hast du den ganzen Fisch gegessen? Fast. Nee, ich fand das schon, das Essen fand ich schon fies. Halt da drauf, Janis, für dich. Ist kein Problem. Wir haben genießen. Das geht nicht. Ey, das ist wirklich ekelhaft. Warte, willst du nochmal? Das kann man nicht essen. Probier einmal. Was soll ich jetzt dazu sagen? Nee, also im Mund war krass. Also ich finde auch die Konsistenz schlimmer, weil das so Gelee-mäßig ist. Weil es ist jetzt irgendwie so halb fest, halb nicht fest irgendwie. Das fand ich echt, also dieses eine Stück, was ich da vom Lenny genommen habe, was mir da so in diesen Mund gerutscht ist im Endeffekt, da war dann vorbei. Das Problem ist, wenn du einmal gekotzt hast, so, dann ist das Ding auch gegessen. Widerlich. Aber es war erfrischend, Fatschi. Was hast du? Bester im Essen war der Cracker, bin ich ehrlich. Schwierig. Also ich habe gedacht, ich steck's besser weg, bin ich ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so ein bestialischer Gestank ist. Du hast mir was von den See erzählt. Ja, riecht doch so. Das riecht wie in Spanien, schwarze Mülltonne, zwei Wochen lang nicht ausgeleert, hinterm Fischrestaurant. Und da der Saft, der sich unten bildet. Da drin der Hering eingelegt. Und genau so schmeckt das Teil. Also Leute, das war herrlich, das war unser Sirströmming. Wenn ihr noch ein paar Challenges habt zum Thema Essen oder zum Thema irgendwas anderem, wenn ihr noch was wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare und dann machen wir das auch. Ja, war sehr lustig, hat echt Spaß gemacht, Fatschi wieder. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao.